Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX und OpenTX Weekly. Diesmal geht es nochmal um die seriellen Schnittstellen und was man da so alles mit veranstalten kann. Serielle Schnittstellen in unserem Sender. Viele Sender haben solche. Die RadioMaster TX16S, die hat natürlich zwei unten am Boden. Hier habe ich jetzt mal die X12S ins Bild genommen. Die hat auch eine serielle Schnittstelle, die ist allerdings intern und man müsste die verlängern mit einem Kabel. Ich habe das mal gemacht auf so einen Magnetverbinder. Da haben wir dann die serielle Schnittstelle zur Verfügung und mit der kann man hier alles Mögliche veranstalten. Ich hatte schon mal gezeigt, wie man dort einen Empfänger oder verschiedene Empfänger anschließen kann. Und neuerdings geht das ja auch mit dem Graupner SJ-Protokoll SUMD Version 3, was ja für die Funktionsmodellbauer eine ganze Menge Möglichkeiten bietet. Aber bevor wir da reingucken, gucken wir uns erstmal diesen ganzen Aufbau hier an. Was haben wir? Wie gesagt, die X12S. Die ist jetzt schon gebunden hier mit diesem FlySky-Empfänger, der leuchtet rot, wunderbar. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Ich habe hier mal zur Demo drei Servos an den Empfänger an Kanal 1 bis 3 angeschlossen. Ich habe hier auch noch ein Schaltmodul, damit wir einfach mal sehen, dass da was passiert. Hier habe ich auch noch die Kransteuerung, die blinkt da fröhlich vor sich hin. Die wird aber nicht benutzt in diesem Aufbau und auch dieses Nautic-Modul, das alte, wird auch nicht benutzt. Also es geht um die drei Servos und das Schaltmodul. Okay, gut, alles ganz normal im Grunde genommen. Schaltmodul kann man irgendwas schalten. Also muss jetzt hier hingucken, das blinkt da jetzt fröhlich. Oder hier geht es dauerhaft an. Da haben wir eine andere Blinksequenz, glaube ich. Ja. Okay, also ja, im Grunde genommen Standard, nichts Besonderes. Worum soll es jetzt gehen? Das geht, wie gesagt, um die serielle Schnittstellen. Wir gucken uns erstmal nochmal an, wie man das einrichtet. Dazu muss man in die Radio Settings gehen. Und dann bei der Hardware. Und da haben wir ja hier die Möglichkeit, bei seriellen Ports verschiedene Protokolldefinitionen auszuwählen. Wir sehen jetzt hier bei der X12S nur den Port AUX 1. Ich versuche das gerade noch mal ein bisschen schärfer zu machen. Jetzt mit der Beleuchtung hier so ein kleines Problem. Aber ich glaube, man kann es doch so ungefähr erkennen. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Protokolle für den seriellen Eingang auszuwählen. Also SUMD, Crossfire, IBUS und traditionell SBUS. SBUS ist immer so ein bisschen ein Problem, weil das ja invertiert ist. Da braucht man immer noch einen Hardware-Inverter meistens dafür. Aber IBUS, Crossfire und SUMD sind nicht invertiert, bieten sich also an, um die Elektronik ein bisschen einfacher zu halten. Okay, ich habe jetzt hier SUMD mal ausgewählt und dann müssen wir in unserem Modell auch noch, in unserem Modelleinstellungen auch noch ganz unten sagen, dass wir ein sogenanntes Lehrer-Schüler-Signal haben möchten, hier unten, und zwar über die serielle Schnittstelle. Da kann man auch verschiedene Varianten auswählen. Habe ich auch schon viele Folgen dazu gemacht. Man kann es über das Multiprotokoll-Modul herstellen oder auch über die DSC-Buchse. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen die serielle Schnittstelle benutzen. Okay, soweit wäre das also jetzt mal hier korrekt konfiguriert. Und dann habe ich hier noch die Senderpult-Elektronik bzw. den Prototyp davon. Wir haben jetzt hier diese kleine Elektronik, da ist noch ein Bluetooth-Modul dran. Ja, ich habe einfach zu wenig Hände. Und dann haben wir auch noch da die beiden Space-Mäuse angeschlossen. Jede Space-Maus hat 6 Freiheitsgrade, das heißt, bietet 6 Kanäle. Also insgesamt haben wir hier schon mal 12. Damit ist das SUMD-Protokoll ja noch nicht ausgeschöpft. Das SUMD-Protokoll kann 32 Proportionalkanäle transportieren und auch 64 binäre Schaltinformationen. Und damit eignet es sich das wunderbar,
als gewissermaßen Standardschnittstelle für Funktionsmodellbauer, die ihre Fernsteuerung irgendwie erweitern wollen. Und ja, ich habe das ja wie gesagt als Beispiel mal mit dieser Pultelektronik gemacht. Die soll also nochmal in ein Senderpult eingebaut werden. Habe ich momentan nicht, werde ich aber noch machen. Ihr kennt aus einigen Folgen das andere Senderpult von mir für die Radiomaster. Ich muss das nochmal hier konstruieren und auch die Space-Mäuse dann dort einbauen. Okay, schließen wir das mal an. Über den Magnetschnapper. So. Dann fängt das an zu leuchten, das heißt, es hat sich initialisiert. Das Bluetooth-Modul blinkt allerdings noch hektisch, weil ich noch kein Gerät damit verbunden habe. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was in unserer Modellkonfiguration hier passiert ist bei den Mischern. Jetzt kann ich das schlecht hochheben, weil das Kabel dran ist. Dann versuche ich das mal hier so zu machen. Die Servos sind ja noch im Blick. Das Schaltmodul lege ich mal ein bisschen weiter dahin, dann kann man es auch noch besser sehen. Okay, also nochmal fokussieren. Ja, sagen wir mal hier Kanal 1. Da steht jetzt Trainerkanal 17 drin. Man kann es nicht so richtig sehen. Ja, wenn er die Helligkeit abdunkelt, dann passt das. Ich kann das mal ganz kurz eben in den Systemeinstellungen, kann ich ja mal die Helligkeit ein bisschen runterdrehen. Ja, ich denke, das sollte jetzt so okay sein. Da kann man es ein bisschen besser erkennen. Also nochmal in die Modellkonfiguration bei den Mischern. Da haben wir jetzt Trainer 17 und Trainer 18 drin und die sind auch schon gelb unterlegt. Das heißt, sie sind aktiv. Daran erkennt man, dass also hier das Zoom-D-Signal also korrekt auch erkannt wird. Jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen raus. Hardware-Zoom gewissermaßen. So. Und bei Kanal 3 steht hier Trainer 1. Das müsste jetzt eine von den Space-Mäusen sein. Das ist also der Fall. Wunderbar. Das funktioniert. Trainer 17, Trainer 18 wird noch nicht transportiert. Wir haben hier insgesamt 12 Kanäle und 17 und 18. Das gehört dann zu der Gruppe von Kanälen, die dann hier zwar transportiert werden, aber über Bluetooth reinkommen müssen an das Sender, an diese Senderpult-Elektronik. Und das schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. Dazu schmeiße ich mal eben das Tablet an. Muss mich da mal kurz anmelden. Sollte ja meine Anmeldeinformation hier nicht sehen. Okay. Versuche das jetzt mal so in das Bild zu bringen. Ja, einige von euch werden sicherlich die Software RoboRemo kennen. Läuft auf Androids, auf dem Smartphone. Und dies ist jetzt die etwas schönere Variante, habe ich Qt Robo genannt, werde ich in der Videobeschreibung natürlich noch verlinken, wo man das herbekommt. Hier mit dieser Oberfläche kann man, oder mit diesem Programm kann man sich eine Bedienoberfläche gewissermaßen zusammenklicken. Also wenn man so einen Slider braucht, kann man sich so einen Slider hier irgendwo hinlegen, den kann man auch ein bisschen größer machen. Oder wenn man einen Button braucht, ja, das kann man sich hier wunderbar zusammenklicken. Das man nur mal so als Information. Man kann auch, ja, also es gibt alles Mögliche hier. Potentiometer. Ja, alles, was das Herz begehrt, ist hier im Grunde genommen dabei. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet, damit es nicht zu lange dauert, das hier alles zu konfigurieren. Man muss nämlich auch die Eigenschaften dieser Elemente noch konfigurieren. Die haben so Eventnamen und so weiter. Dieser Eventname bedeutet einfach, damit die Pultelektronik hier weiß, auf welchen Kanal im Grunde genommen dieses Bedienelement dann gemappt werden soll. Das habe ich ein bisschen vorbereitet hier auf dem anderen Tab schon mal.
Da haben wir hier oben so einen Slider, wir haben ein Potentiometer, wir haben zwei Buttons und wir haben so eine Dropdown-Box. Da passiert dann gleich schon was. Zunächst muss ich mich aber mit meinem Senderpult erstmal über Bluetooth hier verbinden. Da ist es schon gefunden. Dann kann ich das ja mal auswählen und dann sollte irgendwann dieses hektische Blinken auch mal aufhören. Ja, das ist jetzt der Fall. Es blinkt also jetzt langsam. Bei den HC05 Bluetooth-Modulen ist das die Anzeige dafür, dass es verbunden ist. Soweit so schön. Dann müsste das eigentlich auch hier schon mal gehen. Ich habe diesen Slider hier oben, den habe ich verbunden mit dem Sumde-Kanal Nummer 17. Und dann funktioniert das hier also auch schon. Das ist so ein selbstneutralisierender Slider. Den kann ich auch umstellen auf nicht neutralisierend, wenn es denn so sein soll. Normalmodus, genau. So, dann bleibt er da auch stehen. Und hier habe ich das Potentiometer. Das ist dann auf Kanal 18 hier gemappt. Ja, und interessant ist auch, dass die Schaltfunktionen von dem SUMD transportiert werden. Und zwar werden die dann abgebildet auf einen logischen Schalter in EdgeTX, OpenTX. Ich will das mal versuchen mit dem Button hier. Müsste eigentlich gehen. Also achtet mal hier auf das Schaltmodul. Das hatten wir eben ja schon in Aktion. Und dann geht also die Funktion jetzt hier also auch an. Ich kriege hier auch eine visuelle Rückmeldung. Die LED bei dem Button, die geht hier also auch an. Oder auch hier. Was ist das? Wie funktioniert das Ganze? Ja, auch da nur mal so als Hinweis, wie das gemacht ist. Es ist natürlich relativ kompliziert. Man muss sich da schon ein bisschen dann auch mit beschäftigen. Es ist ja recht einfach zu verstehen. Also wenn über das Trainersignal Proportionalinformation reinkommt in die Fernsteuerung, dann kann man ja hier in den Mischern kann man dann das Trainersignal auswählen. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht nur 16, sondern eben 32 zur Verfügung. Aber was ist mit den binären Schaltfunktionen? Und da besteht der Trick darin, dass diese binären Schaltfunktionen abgebildet werden auf einen logischen Schalter in EdgeTX, sofern dieser logische Schalter vom Typ SRFF, also so ein sticky logischer Schalter ist. In Deutsch heißt das dann immer Set und Reset Flip-Flop. Und zwar einer, der keine Eingänge hat. Das ist also im Grunde genommen eine sinnlose Konfiguration, aber sollte eben die Anlage so einen logischen Schalter hier vorfinden, dann wird er benutzt, um die binäre Schaltinformation, die über das SUMD-Protokoll hereinkommt, die man ja sonst nicht auswerten könnte, das wird dann abgebildet auf diesen logischen Schalter. Das heißt, wenn ich den jetzt hier betätige, dann geht der logische Schalter an. Und mit diesem logischen Schalter kann man in OpenTX und EdgeTX natürlich machen, was man möchte. Das ist natürlich frei. In diesem Fall geht jetzt einfach mal das Schaltmodul an. Aber man kann natürlich auch alles andere damit machen. Also zusammengefasst, man hat die Möglichkeit, über das SUMD, über die serielle Schnittstelle mit SUMD viel mehr zu transportieren, als man das mit S-Bus, I-Bus oder Crossfire hinkriegt. Eben 32 Proportionalkanäle und 64 binäre Schaltinformationen. Die kann man komfortabel in EdgeTX, OpenTX auswerten. Und ja, mit so einer Software, ob das jetzt Roboremo ist oder dieses Qt-Robo, kann man dann auch beispielsweise über eine, jetzt bin ich hier dran gekommen, jetzt ist es weg, kann man beispielsweise über eine Do-it-yourself-Elektronik dann, wie bei mir mit so einem Senderpult, beliebige Sachen hier praktisch einspeisen in den Sender. Ja, finde ich nochmal eine ganz gute Geschichte mit dem SUMD3-Protokoll. Das erlebt also oder sollte meiner Meinung nach jetzt eine richtige
Renaissance da erleben für die Do-it-yourself-Szene. Es ist also super praktisch, wie ich finde, wenn man sich sowas wie so ein Senderpult bauen möchte mit ganz vielen Bedienelementen. Das muss ja jetzt nicht nur solche Space-Mäuse sein, also proportionale Informationen. Es können ja auch ganz viele Schaltinformationen sein. Wir Funktionsmodell brauchen ja immer viele, viele Schaltinformationen und da ist das eben in diesem Graupner SJ-SUMD Version 3 auch enthalten. Im Übrigen kann man auch SUMD Version 1 hier einspeisen über die serialischen Chill. Es wird automatisch erkannt, welche Variante, das ist ja aufwärtskompatibel gestaltet, aber SUMD Version 1 macht natürlich nicht so einen großen Spaß, weil da die ganzen Schaltinformationen zum Transportieren drin fehlen. Gut, das war es mal so als Überblick. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.